Hallo, liebe Deutschlernende. Ich hatte heute einen Traum, den ich dir gerne erzählen möchte. Denn es war ein sehr bewegender Traum. Früher habe ich öfters mich erinnern können, was ich geträumt habe. Ja, ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr tief gegangen bin mit der persönlichen Entwicklung. Ich habe sehr viele Bücher über Psychologie gelesen. Ich habe sehr viel in mir selber nachgeforscht. Ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben und so weiter. Und der Effekt war, dass ich ganz viele Träume hatte. Ich konnte mich an ganz viele Träume erinnern. Und jetzt passiert das sehr, sehr selten, ja, oder viel seltener, dass ich mich an einen Traum erinnere. Und heute habe ich mich an einen Traum erinnert und es war ein sehr interessanter Traum und ein sehr bewegender Traum und vielleicht auch lehrreichender Traum. Und deswegen möchte ich diesen Traum mit dir teilen. Also, ich habe geträumt, dass ich in einem Klassenzimmer bin. Ja? Ich bin in einem Klassenzimmer und ich weiß nicht, worum es ging, aber ich lerne irgendetwas. Und ein Mitschüler meldet sich und sagt etwas und macht Fehler. Und die Lehrerin reagiert sehr schlecht darauf. Ja, die Lehrerin macht den Schüler fertig, wie man auf gut Deutsch sagt. Sie macht ihn fertig. Das heißt, sie macht ihn herunter. Sie schimpft ihn aus. Sie demütigt den Schüler dafür, dass er Fehler gemacht hat. Ja, sie ist sehr gemein. Ja, diese Lehrerin ist sehr gemein zu dem Schüler aus irgendeinem Grund. Ja, und ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich im Traum gleich etwas dagegen gesagt habe, aber das habe ich nicht getan. Ich hatte nicht den Mut im Traum. Ich meine, es ist nicht in Wirklichkeit passiert, aber trotzdem will man auch in seinen Träumen gut dastehen. Aber im Traum habe ich erstmal nichts gesagt. Das war sogar noch sehr verrückter. Ja, es war sogar noch verrückter. Es war nämlich so, dass alle Schüler aufgestanden sind und geklatscht haben, beziehungsweise alle haben etwas gesagt, irgendein Mantra. Ja, sie haben alle einen auswendig gelernten Satz gesagt. Also es war praktisch eine Diktatur von der Lehrerin. Ja, das war praktisch eine Diktatur. Ja, die Lehrerin hat ihre Schüler so programmiert. Praktisch. Die Schüler hatten so eine Gehirnwäsche bekommen, dass sie nicht nur nichts gesagt haben, sondern auch alles gut geheißen haben. Ja, sie haben praktisch nach der Pfeife der Lehrerin getanzt, ja, wie man so sagt im Deutschen. Ja. Sie waren wie Soldaten, ja, wie Soldaten, die jeden Befehl gehorchen und alles gutheißen und nie was sagen. Ja. Das ist die Situation. Also dieser Schüler hat Fehler gemacht und wird total erniedrigt, wird total gedemütigt und alle stehen auf und klatschen und alle sagen, ja, das ist richtig so und so weiter. Und dann ein anderer Schüler sagt, hey, das ist Demütigung. Und dieser Schüler hat nur diesen einen Satz gesagt. Aber dadurch, dass er diesen Satz gesagt hat, hatte ich im Traum den Mut, auch etwas zu sagen. Ja, ich hatte den Mut, meinen Mund aufzumachen, zu sagen, hey, ja, das ist schlecht, was hier passiert. Das ist ein Unrecht, das ist nicht in Ordnung, das ist Demütigung und so weiter. Und ich habe
die Lehrerin richtig zur Schnecke gemacht, wie man im Deutschen sagt. Ja, ich habe sie zur Schnecke gemacht. Ich habe ihr gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung, und ich habe mit ihr geschimpft. Ja, ich habe sie zurechtgewiesen. Ja, ich habe ihr gesagt, dass das, was sie tut, nicht richtig ist. Ja, aber ich hatte vorher nicht den Mut. Ich hatte erst den Mut, als jemand anderes etwas dagegen gesagt hat. Und diese andere Person hat nur ein kleines bisschen etwas dagegen gesagt. Und dann komme ich und sage ganz viel dagegen. Ja, der andere meinte bloß, hey, das ist Demütigung. Und darauf sagte ich, ja, stimmt, das ist Demütigung, das ist nicht in Ordnung, dies und das und das und das und das und das. Ja, ich habe ganz viel gesagt. Ich habe nicht nur gesagt, hey, das ist Demütigung und dann machen wir weiter, sondern ich bin direkt auf Konfrontation gegangen. Ich bin auf Konfrontation gegangen. Ich habe die Lehrerin konfrontiert. Ja, ich war nicht mehr ängstlich. Ich hatte keine Angst mehr vor der Konfrontation. Ich hatte keine Angst mehr vor einem Streit. Ich hatte keine Angst mehr davor, etwas Negatives zu sagen oder etwas dagegen zu sagen, was passiert, weil ich wusste, dass mindestens eine Person so denkt wie ich. Und ich denke, das ist sehr... Es ist eine sehr interessante Lektion, die mir mein Gehirn im Traum sozusagen geben wollte. Ja? Also gerade wenn du an die deutsche Geschichte denkst. Ja? Ich meine, die deutsche Geschichte ist ja notorisch dafür, dass man ganz viele Romane darüber schreiben könnte, und auch ganz viele Dinge sind in echt passiert, die eben direkt das zum Thema haben. Ja? Es ist ein Unrecht passiert, und warum haben die Leute nichts gesagt? Ja, ich rede natürlich über Nazi-Deutschland. Ja, es passiert ein Unrecht und die Leute haben nichts gesagt. Die Leute haben einfach mitgemacht. Ja, und es gab auch ein paar Situationen, wo die Leute gesagt haben, nein, das ist nicht in Ordnung. Und oft braucht man wirklich nur eine einzige Person. Ja, eine einzige Person muss etwas sagen, damit all die Leute, die Mitläufer sind, all die Leute, die einfach mitmachen, ja, die ganzen Konformisten, die ganzen Leute, die Angst davor haben, eine andere Meinung zu haben. All die Leute haben dann den Mut, auch etwas zu sagen, weil sie wissen, mindestens einer ist meiner Meinung. Ja. Und der Grund, warum ich dir diesen Traum erzählen möchte, ist, damit nicht nur mein Unterbewusstsein mir diese Lektion gibt, sondern dass ich diese Lektion auch mit dir teilen kann. Ja, also die Lektion für mich ist, dass ich immer etwas sage, wenn ich Unrecht sehe. Ja? Oder immer öfter. Das gelingt mir nicht immer. Ich war in Situationen, wo ich etwas gesehen habe, was ich nicht gut gefunden habe. Ja, zum Beispiel, wie Kinder behandelt werden auf der Straße. Das sehe ich leider hier in Vietnam öfter. Aber ich kann noch schwieriger etwas sagen, weil ich nicht die Sprache spreche. Aber es ist mir auch in Deutschland passiert, dass ich auf der Straße gesehen habe, dass Kinder schlecht behandelt werden von ihren Eltern. Und ich habe nichts gesagt, was schade ist. Ja, ich möchte eigentlich jedes Mal etwas sagen. Und der Traum, die Lektion des Traums ist ja wirklich, dass wenn man etwas sagt, dann bekommt man sehr viele Unterstützer. Weil nämlich viele Leute so denken. Aber den Mut zu haben, es als erstes zu sagen, den Mut zu haben, eine andere Meinung zu haben, das ist nicht einfach. Und ich möchte selber diese Fähigkeit in mir fördern. Ich möchte selber versuchen, mehr Mut aufzubringen und etwas zu sagen, wenn ich anderer Meinung bin,
und ich möchte dich mit diesem Video auch dazu inspirieren, den Mund aufzumachen, wenn du anderer Meinung bist. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss.